Hallo und herzlich willkommen hier bei den Energy, bei mir, dem Ralf, mit Mass Effect Andromeda aus der Sicht von Sarah Ryder. Wir sind jetzt in der zweiten Folge nach unserem Startstream und wir waren jetzt eigentlich auf dem Weg zur Hyperion, unserem Kolonieschiff, um da mit der KI Sam zu reden, weil der irgendwas von uns noch wollte, keine Ahnung was. Wir werden sehen. Und noch wegen dieser Sabotage, die wir bezeugen durften und aufgeklärt haben, wer daran schuld ist, an diesen in die Luft gehenden, sag mal, Stromkästen oder Schaltrelais, was auch immer das war, würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Zugfahren! Immer diese blöden Frame Drops hat. Aber die fangen sich dann zum Glück relativ schnell. Naja. Jetzt sind wir wieder hier. Erstmal. Ah, die Nebenmission ist da vorne. Hauptmission. Dann nochmal zurück. Egal. Ich mach's wieder gut, Dash. Versprochen. Nigel McCoy. Was denn das? Pathfinder, ich bin Nigel McCoy, frisch aus dem Kälteschlaf. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings, mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos seine Siedlung errichten wollte. Ja, das gehen wir hier mal die einfühlsame Tour. Das ist schrecklich. Mein Beileid, Nigel. Ja. Wir wollten hier draußen gemeinsam Familien gründen. Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie sie wieder zusammenbringen? Natürlich. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Ah, Fischer. Fischer, schön, dass es Ihnen wieder besser geht. Das war vielleicht eine Expedition, was? Der Captain meinte, ich würde im Log als erster Mensch vermerkt, der Kontakt mit den Cat hatte. Und Kirkland als ihr erstes Opfer. Ich wünschte, es wäre anders verlaufen. Ja, es wird besser werden. Ich bin mir sicher, es gibt in Andromeda auch nette Aliens. Wir müssen sie einfach nur finden. Tja, wie man hört, sind Sie jetzt der Pathfinder. Je schneller Sie also rausfinden, wo Sie sich verstecken, desto besser. Mach ich. Und Kopf hoch. Ja. Sei froh, dass er noch dran ist. Carlyle, was hast denn du mir zu sagen? Ryder, schön, Sie zu sehen. Das mit Ihrem Vater ist eine Tragödie. Tut mir leid, dass wir ihn nicht retten konnten. Wie ist er denn gestorben? Ich weiß noch gar nicht, wie er gestorben ist. Wie ein Held. Und das ist das Einzige, was zählt. Ich traf bisher nur einen Pathfinder, also mit ihnen zwei. Aber ich denke, auf einer unbekannten Welt sein Ende zu finden, ist ein guter Tod. Ja, das ist irgendwie passend. Jetzt muss ich dafür sorgen, dass Ihr Bruder hier durchkommt. Ja, das wäre zu wünschen, dass der überlebt. Bleiben Sie auf der Hyperion? Bleiben Sie hier auf der Hyperion? Kennen Sie den Moment, an dem Ihnen klar wird, dass Sie schlicht und ergreifend zu alt sind? Ja klar, was erzähle ich das Ihnen? Aber er kommt, das können Sie mir glauben. Für mich war es Habitat 7. Ich habe gesehen, wie Sie und Ihre Kameraden blitzen und den Cat ausgewichen sind. Das ist was für junge Männer. Ich gebe es ungern zu, aber die Zeiten liegen hinter mir. Ja.
Werden Sie es vermissen? Wir werden Sie vermissen, Harry. So. Schlagen Sie einfach hin und wieder ordentlich Krach, okay? Indirekt lebe ich nämlich durch Sie weiter. So ist es. Trotzdem dem Bruder. Wie geht es, Scott? Sein Zustand ist stabil. Ich registriere REM-Aktivität im Gehirn, also träumt er. Das bedeutet, die Verdrahtung funktioniert noch. Wie kam es dazu? Purer Zufall. Wir sind im denkbar schlechtesten Moment mit der Geißel zusammengestoßen. Die Stase-Aufhebung hatte gerade eingesetzt. Es ist ein riskanter Augenblick, wenn du aus einem 600-jährigen Schlaf erwachst und dann zack, die Schaltkreise sind durchgebrannt und haben die Neuralverbindungen überlastet. Aber keine Sorge, ich kümmere mich darum. Wir verlieren nicht noch einen Rider. Muss. So sind Sie nach Helios gekommen. Wie sind Sie bei der Initiative gelandet? Naja, man erreicht irgendwann im Leben den Punkt, an dem man sich fragt, ist das wirklich alles? Ich hatte in der Milchstraße alles erreicht, was möglich war. Meine Zukunft sah ziemlich trist und uninteressant aus. Die Reise hierher war die längste Midlife-Crisis der Welt. Mit der Chance, eines Morgens aufzuwachen und Hoffnung zu verspüren, statt Arthritis. Aha. Ja dann. Ciao. Das wäre alles, Harry. Danke. Kommen Sie ruhig wieder vorbei. Falls sich bei Scott was ändert, melde ich mich. Ja, hau drauf. Reden wir schon mit Hayes. Ryder? Hayes, wie geht's der Wunde? Der Arzt sagt, ich werde es überleben. Und so wird aus einer lebensbedrohlichen Schusswunde eine Geschichte, die ich eines Tages meinen Enkeln erzählen werde. Und Sie müssen nicht mal übertreiben. Der Kampf auf Habitat 7 war wirklich hart. Ich bin nur froh, dass ich nicht auf der anderen Seite stand. Ja. Reden wir mal nochmal mit Greer. Greer, wie geht es Ihnen? Ich bin dankbar. Wenn Sie und Liam mich nicht in der Höhle gefunden hätten, nur Gott weiß, was die Aliens mit mir angestellt hätten. Wir konnten ihn zurücklassen. Ja, aber Ihr Vater... Und Kirkland. Wir behalten sie in Ehren. Wir werden ihr Opfer nie vergessen. Es ist sehr mutig, sein Leben für das Gemeinwohl zu riskieren. Ja, aber es ist unfair. Wir sind gerade erst angekommen. Es tut mir leid, dass ich nicht bei Ihnen bin, aber Kirkland war ein Freund. Und ich schaffe das einfach nicht mehr. Ich verstehe. Habitat 7 war ein unangenehmer Weckruf. Passen Wie dumm ich durchgelaufen? Sie auch. Wie frech. Und nochmal danke. Doppelcare. Heidenei. Ist der privat versichert? Hier noch was? Oh. Anscheinend nicht. Mal gescannt. Okay. Alles. Dann fahren wir nochmal Zug. Ah, ne. Da waren wir noch nicht. Ey, was für ein Saulade da hat er.
Schade. Gelandet. Aber schade. Aha. Dann haben wir die Hauptmission. Machen wir aber mal nur das. Oh, Derek ist doch Dani. Ach, red mal später. Sarah Callis? Ja? Ich habe Beweise, dass sie die Nexus sabotiert haben. Was? Nein, ich würde nie... Ich habe selbst in der Sache ermittelt. Und ich habe Scans, die das beweisen. Hier, ich übertrage meine Scans auf ihr Universalwerkzeug. Witzig. Rush hat dieselben Ermittlungen angestellt und die haben uns zu ihnen geführt. Meine Scans deuten auf Rush als den Schuldigen hin. Aha. Muss uns beide ausgetrickst haben, sonst weiß ich auch nicht. Die Daten von Miss Callis ähneln verdächtig denen von Mr. Patel. Ein dritter Beteiligter ist wahrscheinlich. Laut Meldung aus dem Maschinenraum. Sie wurden hintergangen. Heide, nein. Anscheinend benutzt jemand sie und Rush, um seine Spuren zu verwischen. Dafür bräuchte er eine ziemlich hohe Zugangsfreigabe. Trotzdem, es ist besser als die Vorstellung, dass es Rush war. Aber es bedeutet, dass alle meine Daten nutzlos sind. Ich wünschte, ich hätte Zugriff auf die Überwachungskameras. Ich wette, wir würden etwas finden. Sie unternehmen gar nichts, damit der Täter nicht merkt, dass wir ihm auf der Spur sind. Ich überprüfe die Überwachungskameras. Rush, sind Sie da? Ja. Wie ist es gelaufen? War sie es wirklich? Nein, sie hatte Beweise, die auf sie hindeuten. Ich nehme an, jemand hat sie beide aufs Glatteis geführt. Halten Sie sich bedeckt und reden Sie mit niemandem darüber. Ich kümmere mich darum. Oh, was hat Lani zu sagen? Pathfinder, schön Sie zu sehen. Es heißt, auf der Station hätte es Probleme gegeben. So ein paar... Wir sind jetzt hier. Die Lage wird sich bessern. Dasselbe sage ich den Leuten auch immer. Sie sind jetzt hier. Sobald wir ein paar Außenposten errichtet haben, wird sich alles klären. Da bin ich mir ganz sicher. Jeden Fall. Was ist mit Ihrer Familie? Ich bin eine Waise. Meine Eltern starben vor Jahren, als die Minduir-Kolonie angegriffen wurde. Und ich habe auch keine Geschwister. Natürlich habe ich einige Freunde und entfernte Verwandte zurückgelassen. Aber ich habe auch hier Freunde. Ich liebe das Fliegen. Aber mir gefällt die Vorstellung, irgendwann zu meinen Wurzeln zurückzukehren und wie meine Eltern auf einem Feld zu arbeiten. Warum sind Sie dann hier? Wieso haben Sie sich der Initiative angeschlossen? Ah, die am häufigsten gestellte Frage auf der Station. Um ehrlich zu sein, hätte ich nie von diesem Projekt erfahren, wenn Nozomi mich nicht kontaktiert hätte. Nozomi? Captain Dan? Von allen Captains, für die ich bisher geflogen bin, ist sie die Beste. Ich war im Grunde schon immer eine Entdeckerin. Und als sie mich bat, ihre Pilotin zu werden, wie hätte ich mir das Abenteuer meines Lebens entgehen lassen können? Ja. Und? Rede? Wie sehen Sie das alles hier? Mit Hoffnung. Ich weiß, das ist eine verklärte Sichtweise, aber muss ja irgendjemand weiterhin positiv denken, oder? Denn dann. Ich muss jetzt gehen. Bis bald mal wieder. Viel Glück. Ah. Oh, Captain Dunn. Ryder. Sie sind nicht auf der Brücke, Captain? Wir haben sie abgeschaltet. Wir können uns keine Energieverschwendung leisten. Die Kryostation und der Sam-Kern sind davon ausgenommen. Und ich habe ihnen gesagt, sie sollen die Finger von Alex Quartier lassen. Sie haben jetzt Zugang. Danke. Hey.
Es tut mir leid wegen ihres Vaters. Er war wirklich gut in dem, was er gemacht hat. Wenn auch nicht im Umgang mit anderen. Mit seiner Einschätzung, dass wir den Planeten erkunden sollten, lag er allerdings richtig. Er war schwierig. Sie müssen es nicht schönreden. Er konnte eine echte Nervensäge sein. Nun ja, er und ich waren oft anderer Meinung. So viel steht fest. Ich hoffe einfach mal, wir beide kommen besser miteinander aus. Lassen Sie es mich wissen, falls ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen kann. Was machen Sie jetzt? Was machen Sie jetzt, nachdem die Hyperion angedockt hat? Normalerweise würde ich das Auftauen der Kolonisten überwachen. Allerdings wurde das vorerst zurückgestellt. Wie man hört, arbeiten sie aber schon daran, das Problem zu lösen. Viel Glück dabei. Erwartungen und Hoffnungen in die Zukunft. Hätte Ihnen jemand vor 5 Jahren erzählt, dass Sie heute in Andromeda sein würden? Ernsthaft? Ich hätte ihn einfach nur ausgelacht. Allerdings ist unsere derzeitige Lage auch nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Aber wir alle wussten, dass die Bedingungen bei unserer Ankunft hier möglicherweise nicht perfekt sind. Wenn man sich verpflichtet, hofft man auf das Beste und rechnet mit dem Schlimmsten. Ja, guter Vorsatz. Warum haben Sie sich der Initiative angeschlossen? Wir sind weit von zu Hause entfernt. Wie hätte ich es nicht tun können? Ich liebe meinen Job. Hierher zu kommen, das alles war einfach der logische nächste Schritt. Unter neuen Sternen zu segeln. Neue Welten zu entdecken. Welche anständige Entdeckerin würde sich so eine Gelegenheit entgehen lassen? Wäre vorerst mal alles. Weitermachen. Danke für Ihre Zeit. Nun, wie auch immer. Auf mich wartet Arbeit. Ich muss Anfragen einreichen, Administratoren schikanieren und einige Leute aufwecken. Viel Glück da draußen. Da geht's nicht rein. Mit dem man labern können. Warte. Kann ich auch nicht weiter. Da geht's schon noch weiter. Da muss ich da irgendwo ein Terminal auf. Ja, dann bleibt nur nichts anderes, mal zu Sam zu gehen. Oder? Pathfinder, Captain Dunn hat befohlen, außer Ihnen niemanden die Kabine Ihres Vaters zu lassen. Sie können sie aber natürlich betreten. Ja, doch gemeint haben. Oh. So ein paar Waffen. Die erste Schusswaffe Ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des Erstkontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Die erste Schusswaffe Ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des Erstkontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Oh. Gedruckte Bücher? Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Oh, Kaffeemaschine. Wunderbar. Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen. Er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Dann weißt du jetzt, wie sich Demut anfühlt. Was?
Archivsysteme. Was? Uns mal die Archivsysteme an. Was ist da drauf, Sam? Die persönlichen Logs ihres Vaters. Einige davon sind verschlüsselt. Okay, erstmal das Allgemeine. Reise aus der Milchstraße. Endlich ist der Tag gekommen. Wir verlassen die Erde. Wir springen zuerst durch einige Portale und igeln uns dann für die lange Reise durch den Orkusnebel ein. Es ist beängstigend, über all die Hoffnungen und Träume an Bord der Hyperion nachzudenken. Ich habe natürlich auch eigene. Ich war nicht der Ehemann oder Vater, der ich hätte sein sollen. Ich hoffe, 600 Jahre können einen Menschen verändern. Archäologin. Liara Tsoni. Oh. Sam, was zu sagen? Das ist eine Erinnerung wegen Dr. Liara Tsoni. Sie ist eine Asari-Archäologin, mit der ich vor einigen Jahren korrespondiert habe. Sie hat Erfahrung beim Studium alter Kulturen. Sorge dafür, dass das Team ihre Forschungsergebnisse bekommt. Sie könnten in Andromeda nützlich sein. Liara Tsoni, ha? Huh? Sie hat die Proteaner studiert. Wenn mein Team und ich Artefakte ausgegraben haben, kam ihre Arbeit immer zur Sprache. Sie hatte einige ziemlich kontroverse Theorien, soweit ich mich erinnere, hat aber nie größere Wellen geschlagen. Ich habe Dr. Tsonis Forschungsergebnisse auf Datenpads gespeichert. Oh, dann gucken wir mal. Hallo Alec, hier ist Dr. Tsoni. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich kontaktiert haben. Die meisten Wissenschaftler lehnen meine Arbeit ab. Aber ich bin jung und eine Asari. Und die werden älter. Da wollen wir doch mal sehen, wer das letzte Wort hat. Bis dahin überlasse ich Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse. Hoffentlich kann Ihr Team etwas damit anfangen. Ja. Ausstellen. Hallo, eine Nachricht? Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen. Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Ja, wir waren ja mit Shepard unterwegs. Letzter Eintrag zum Allgemeinen. Dann hat eine Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Scott. Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber er ist mein Sohn. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, ihn so zurückzulassen. Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Oder überhaupt mal. Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder, falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Oh. Dunkle Familiengeheimnisse. Ich bin entzückt. Gucken wir uns mal die verschlüsselten Logs an. Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Ach komm. Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Dieses Log kann momentan nicht aufgerufen werden. Also ein anderes Schallblatt auflegen wie genehmigt? Wir werden wohl hier zurückkommen müssen. Oh, Audioausschnitt. Ich bin Dr. Liara Tsoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis. Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Ja, werden sehen. Bei
Bei der Erforschung eines ausgestorbenen Volkes besteht das offensichtlichste Problem darin, dass es keine beobachtbare Population gibt. Daraus ergibt sich die Frage, wann eine Spezies wirklich ausgestorben ist. Die Proteaner waren in der ganzen Galaxie zu Hause. Es dauerte Jahrhunderte zu bestätigen, dass sämtliche Vertreter der Spezies ausgestorben waren. Es ist zwar möglich, dass eines Tages in irgendeiner versteckten Ecke der Galaxie noch lebende Proteaner gefunden werden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist statistisch betrachtet nicht relevant. Ja, vielleicht finden wir hier in Andromeda welche. Sobald das Aussterben bestätigt ist, fällt die Erforschung nicht länger ins Fachgebiet der Soziologie. Weil man muss ja sagen, die haben auch gewisse Gemeinsamkeiten in Erscheinungsbild. Auch noch ein Audioausschnitt. Beim Studium eines toten Volkes sollten unsere Vorurteile und der aktuelle Wissensstand nicht die Fakten verschleiern. Relevant sind nur die Beweise. Die Proteaner haben die Citadel und ein erstaunliches Netzwerk von Masseneffektportalen gebaut. Das zeugt von einer Kultur der allerhöchsten Stufe. Eine derart gigantische Errungenschaft kann nur von einem erleuchteten Volk erreicht werden, dessen Mitglieder in Harmonie lebten, ohne Konflikte und Unfrieden. Aber ohne die Möglichkeit, ein lebendes Exemplar zu studieren, kann das niemals mit absoluter Sicherheit postuliert werden. Ja. Wer in Mass Effect 3 das Add-on gespielt hat, oder Add-on den DLC, Vorbesteller-DLC, er hatte dann einen verbleibenden Überlebenden der Proteaner. Der weiß dann auch, dass der nicht so friedlich war. So, gucken uns mal an, was Sam mir zu sagen hat. So, da sind wir wieder zurück. Musste leider unterbrechen, weil im Gespräch mit Sam Grafikfehler aufgetreten sind. Jetzt, ja, soll ich sagen, hoffe ich habe sie behoben. Weiß nicht, ob sie wieder auftreten. Schauen wir mal. Hallo Sarah, willkommen zurück im Sam-Kern. Ich habe meine Verbindung zu ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssten etwas Vertrauliches besprechen. Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Hey, du sollst doch nichts von mir geheim halten. Sam, wenn wir zusammenarbeiten wollen, darfst du in Zukunft nichts mehr von mir geheim halten. Es tut mir leid. Ich erfülle lediglich die Wünsche Ihres Vaters. Was hat er uns verschwiegen? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Ui? Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um Ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Alec nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Ja, verständlich. Könnte den Leuten Angst machen, weil man dann vermutet, dass ich von der KI gesteuert werde. Das kann ich gut verstehen. Die Leute könnten ein falsches Bild bekommen. Supersoldaten, ein Computer, der einen Menschen kontrolliert. Der den Menschen verbessert. Es ist eine symbiotische Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Cool. Geil. Das ist ziemlich beeindruckend. Aber auch deutlich weitreichender, als die meisten Leute hinnehmen würden. Ihr Vater wusste, dass einige es fürchten würden. Ja, da hatte er vermutlich nicht ganz unrecht. Also, was bedeutet das für uns beide? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft.
Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. Profile. Mit Profilen kann Sam Riders Implantate umkonfigurieren und die Leistung auf dem Schlachtfeld verbessern. Wählen Sie ein Profil und drücken Sie R, um es zu aktivieren. Statisch gesperrt, technisch gesperrt. Grundkämpferisch gesperrt. Ah, das sind die alten klassischen, sagen wir mal so, Klassen, die es früher gab. Ich jetzt Kampf, Deck und Waffenschaden und Schadenswiderstand. Geil. Momentan haben wir nur den Experten. Das können wir noch nicht nehmen. Aktivieren Sie im Kampf Tech- oder Biotik-Fähigkeiten, um mächtige Profile mit verschiedenen Stilen freizuschalten. Dauerhaft hier machen. Ah. Vierte Stufe 1. Da kann ich das. Ja, sehr interessant. Ja. Aber wie ist hier jetzt mit Sepp und den weiteren Erfahrungen, die wir machen sollen, in dem Quartier weitergeht? Sehen wir dann in der nächsten Folge hier beim Mass Effect Andromeda mit mir, dem Ralf. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder Kommentare freuen, Anregungen, wie auch immer. Ein Abo wäre natürlich dann auch immer wieder super, freuen wir uns immer drüber. Und damit ihr auch weiterhin alles mitkriegt, wenn wir irgendwas Geiles tun, schön die Notation-Bell betätigen. Also dann bis zur nächsten Folge. Adieu!